Moin zusammen, ich bin's, der Harm. Und heute muss ich euch mal was vorstellen. Eigentlich bin ich ja keiner, der irgendwie Mods oder sowas vorstellt, aber heute habe ich bei The Hunter ein neues Spielzeug gefunden. Also eine größere Freude kam an einem Blechbläser im richtigen Leben, der gerade vom OTP-Tisch kommt, nicht machen. Und zwar habe ich im Shop dieses wunderschöne Horn gefunden. Was sie im Übrigen sehr super hingekriegt haben. Auch das Mundstück und so. Also ich weiß, wovon ich rede. Das haben sie ganz, 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 ganz geil hingekriegt. Und die Spiegelung im Trichter, die hätten sie... Ja, hätte man... Ist vielleicht schon verbeult, so ein bisschen. Passiert ja auf einer Jagd. Das weiß ich jetzt nicht, also... Aber... Trotzdem... Genial! Auf dem Ding hier kann man vier Melodien spielen. Da ich jetzt... Eigentlich bin ich ja Zugposaunist und du bist. Und wenn wir mit so einem kleinen Mundstück kommen... Eigentlich komme ich mit sowas ja gar nicht zurecht. Aber... Ey, das wollen wir doch jetzt mal testen. Also, vier Melodien gibt's. Da muss ich jetzt mal erst wieder rumschalten. So. Und jetzt wird geschrieben, man hält die linke Maustaste und geht nach oben. Oh, ja, nochmal. Oh, ich krieg einen Krampf. Das scheint zu bedeuten, auf zu Jagd. Also wird voller Jagd gespielt. Allerdings, in dem Zustand würde ich nicht mehr zu Jagd gehen. Ja. Ich versuche das nochmal und dann aber mit nicht ganz so grob. So. Oh. Ist ja wieder so schlimm. Sehr schön, ich kann schon was. Ich hätte nicht gedacht, ich wusste gar nicht, dass ich Horn spielen kann. So, dann gibt es, dann bestimmt noch Jagd zu Ende gibt es noch und lass uns feiern. Also nach dem Jagdbeginn kommt ja Wild erlegt und Wild erlegt ist nach links drehen. Horn nehmen und nach links drehen. So, das war Wild erlegt. Und was hatten wir denn noch hier? Jetzt geht's weiter. Wild erlegt. Dann kommt sicher, Jagd ist nur zu Ende. Maustaste und das Horn nach unten. Ja, ich glaube also, mit dem Teil hat man mehr Freude gemacht wie mit jeder neuen Waffe. Und hier, da kann man sogar die, wenn man das Mundstück raus sieht, kann man die Tonhöhe verändern oder die Tiefe. Wenn man mit anderen abstimmen muss. Ach, geil. Und was haben wir noch? Rechts. Lasst uns feiern, fehlt noch. Genau, und da müssen wir nach rechts. Maustaste drücken und nach rechts.
Jo. Das ist jetzt natürlich blöd. Das müsste man im Multiplayer auch mit anderen zusammen machen können. Mal so mit 8 Bläsern, das wär's doch. Was da jetzt natürlich noch fehlt, ist auf zum fröhlichen Jagen. Das fehlt noch. Das spiele ich immer auf der Tuba, wenn ich alleine übe und mich einblase. Diese Hörner haben ja nur Freitöne und man braucht kein Ventil drücken, wenn man die spielt. Auch egal, ob man Tuba spielt oder so. Macht richtig Spaß. Schade, so geht's nicht. Man muss immer aus der Außenansicht hoch und ich höre nichts. Auch ein schönes Bild. Ja, nee, das wollte ich euch nur im zeigen. Ich komme da gar nicht drüber weg. Ich muss das so machen. Lasst uns feiern. Wild erlegt ist nach links. Ja, wunderprächtig. Hey, du spiel mal. Hallo. Habt ihr gehört? Da hat er mal kurz geschwächelt. Ja, so, und wenn ihr euch jetzt wieder fragt, was macht haben, was nächstes, nämlich nur noch Hornblasen oder oh, haben wir das Sahne wieder geblasen, dann schaut euch den nächsten Teil an, wenn ich wieder irgendwo so Hand aufs Spiel. Bis dann, Winke.